Heute wollen wir einmal zeigen, wie der Schuhreiniger bei echten dreckigen Schuhen. Wir haben einen Arbeitskollegen, der war so nett, die Schuhe einmal mitzubringen, wie man die damit wieder schön sauber bekommt. So, erster Schritt ist Schnürsenkel entfernen. 1:1, also 250 ml davon, 250 ml Wasser. Wenn man weniger Reiniger braucht, kann man auch weniger machen. Einmal miteinander mischen. Alles gereinigt ist, natürlich den zweiten Schuh, aber den machen wir diesmal nicht, weil wir wollen ja vorher nachher zeigen. Trocknen lassen, nicht ausspülen, keine extra Hitze, einfach bei Raumtemperatur raus aus der Sonne trocknen lassen und am nächsten Tag gucken, wie es aussieht. Ja, wenn er trocken ist, kann man ihn direkt wieder benutzen. Die muss man auch nicht ausspülen, kann man ausspülen, wieder reinmachen, mache ich gleich. Ich will noch einmal. Gerade bei solchen Schuhen hat man ja diesen schönen Schreibeffekt, nennen wir den. Und damit man den wieder gut bekommt, empfehle ich eigentlich nochmal mit einer Bürste das ganze Leder einmal wieder aufzubürsten, dass das schön fluffig ist. Mit leichtem Druck überall einmal rüber und dann kriegt man das schön sauber hin. Wenn man das gemacht hat, kann man unsere Imprägnierung für Leder und Textilien auftragen, bei einem so nobokierten Schuh oder wenn es eben ein Glattlederschuh ist, dann Elephant. In dem Fall aber die Imprägnierung.